Ja, die Nebengeräusche sind sehr laut, das ist klar. Das ist die nahe Autobahn und ab und zu kommt auch mal eine Windböe dazu und ich rede etwas lauter als sonst, aber doch noch normal. Das Kameramikro ist natürlich direkt auf der Kamera. Schärfe müsste stimmen. Das Gesicht ist wahrscheinlich etwas ausgebrannt. Ja, ich bin jetzt 2,5 Meter etwa weg, also äußerste Interview-Entfernung. Blende 11 mit einer Pentax K7, die ganz schön schwer von der Blende her zu kontrollieren ist, weil ISO automatisch immer hochzieht. Ich versuch's mal ungefähr so bei dieser Helligkeit. Problematisch, dunkler Hintergrund, helle Sonne. Das muss man manuell belichten, geht nicht anders. Ich versuch's, indem ich mir das Video immer angucke und dann neu drehe und auf die Art und Weise teste. Ich stelle mich hier in den Mittelpunkt der Welt. Die Autobahn hört man sehr laut und ab und zu kommt man Windzug. Im Moment ist es windstill. Ich hoffe, dass der Puschel das Richtmikrofon mit Windschutz dann zeigt, wie gut der Ton trotzdem noch ankommt. Ja, ja, so stolper ich. Oh, jetzt kommt schöner Wind. Die Frage ist, ob trotz dieses Windes, jetzt ist er wieder etwas weniger geworden, mein Ton noch gut ankommt und ob die Windgeräusche sich nicht besonders auswirken. Ich meine, der Wind kommt von da hinten vor allem. Jetzt ist er wieder weg. Ich drehe mich mal so ein bisschen, dann sieht man nämlich jetzt wahrscheinlich sehr gut, weil die Richtung, die das Mikrofon hat, zeigt direkt zur Autobahn. Wenn ich mich jetzt so in die entgegengesetzte Richtung drehe, so dass ich zur Autobahn gucke und das Mikrofon in die andere Richtung, wird wahrscheinlich dieses Geräusch etwas weniger werden. Ja, wie man sieht, bin ich relativ nah am Mund. Ich mache jetzt mal etwas weiter weg. Ja, das müsste eigentlich reichen. Und nun versuche ich es mal mit dem guten alten Reportermikrofon. Ja, das ist das gute alte Mikrofon, in das schon Franz Josef Strauß und Willy Brandt geredet haben. Wenn man es in dieser Entfernung hat, muss man schon sehr laut reden. Normalerweise wird es sehr stark am Mund benutzt, ein sogenanntes Nahbesprechungsmikrofon. Der Vorteil ist, dass jetzt wahrscheinlich die Geräusche von der Autobahn dort hinten relativ stark ausgeblendet werden, wenn ich hier reinrede, denke ich mal. Die automatische Aussteuerung zieht natürlich ein bisschen auf und der Hintergrundpegel wird lauter, wenn ich nichts mehr sage. Und es ist dabei auch unerheblich, in welche Richtung wahrscheinlich ich das Mikrofon drehe. Zweite Frage ist natürlich, wie weit ist der Trittschall gefährlich? Also der Puschel, der kein Originalpuschel ist, aber billig war, muss nur bei sehr starkem Wind sein. Das kleine Tuchelkabel hier sollte man vielleicht so halten, für den Fall, dass es Geräusche hier am Kabel gibt. Ich habe es ganz fest reingedreht. Aber sicher ist sicher. So macht man es normalerweise immer bei diesen Teilen. Und man darf wahrscheinlich auch nicht zu sehr an den Puschel rankommen. Ja, wie hört sich das an bei Blende 11 mittlerweile? Denn die Sonne ist jetzt hinter den Wipfeln verschwunden. Ach ja, was vielleicht noch interessant wäre, wieder in meinen Schärfekreis gehen hier, in die Mitte der Welt. Dieses Mikro hat einen ganz normalen Monocharakter. Das heißt, es wird jetzt nur auf einem der beiden Kanäle zu hören sein. Während das Richtmikrofon mit dem Puschel, was ich vorher drauf hatte, zweifach Mono macht. Also auf beiden Kanälen das gleiche Signal auch hat. Doppelmono nennen die das. Ja, es ist kein Stereomikrofon, das wäre wieder was anderes. Die gibt es auch nicht in guter Qualität für wenig Geld.
Und ich weiß gar nicht, ob es gute Qualität gibt bei viel Geld, bei Stereomikrofonen. Wenn, dann nimmt man natürlich zwei Mikrofone, ein Mikrofon für den linken, ein Mikrofon für den rechten Kanal. Aber bei diesen kleinen Mikrofonen sind teilweise schon zwei kleine Mikros eingebaut oder sogar mehr, um eine verschiedene Charakteristik zu erreichen. Dann kann man also Richtmikro, das ist das nach vorne, und Stereo, das sind diese leicht schrägen Mikros. Aber das muss eine relativ große Kapsel sein, die so ein Mikrofon aufhängt. Ja, die Autobahngeräusche sind doch sehr laut. Ich werde jetzt nochmal den Puschel abziehen, den ich kunstvoll da drauf gestopft habe. So sieht's aus ohne Puschel. Es ist nur ein leichter Wind. Hört man den? Ein bisschen was müsste hier reinkommen in die Kapsel. Aber nun lässt der Wind auch schon wieder nach, leider. Wenn man ihn haben will, geht er weg. Wenn man ihn nicht haben will, kommt er. So, keine Geräusche hier? Zum Schluss natürlich noch der Test des Kameramikros. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht viel taugt. Die Kamera zeigt weg, ungefähr weg von der Autobahn. Aber wenn ich nichts sage, wird wahrscheinlich der Ton so weit aufziehen, dass man die Geräusche sehr stark hören kann. Nur eine leichte Brise. Diese Kamera hat ein großes Manko. Die ISO-Zahl geht automatisch hoch und runter, je nachdem wie hell es ist. Ich habe jetzt also, um das auszutricksen, bei der Automatik zunächst die offene Blende eingestellt. Bei der ISO-Automatik, muss man sagen, die ja immer an ist. Da kann ich aber manuell die Blende auf 2.8 stellen, dann fixiere ich diese Automatik und blende dann ab auf Blende 11 und auf Blende 13 teilweise. Dann in der Hoffnung, dass die ISO-Zahl irgendwo bei 100 oder 200 stehen geblieben ist, weil ich sie ja fixiert habe. Jetzt bei diesen Lichtverhältnissen wird sie wahrscheinlich schon auf 400 ISO gehen, aber dass ich dann noch Blende 11 erreiche, ist auch erstaunlich. Dabei ist die Sonne schon untergegangen jetzt. Naja, das führt zu weit.